blutende Schienbeine. Ein dickes Seil. Affenhand, Dank. Nuno, vielen, vielen Dank. Community, danke. Nicht einmal 8, glaube ich, hoffe ich. Und der Papi ist am Snatchen hier. Was ist da los? Was ist da los? Und ich sag mal, was los? Was los? Was los? YouTube! Ja! Oh, lange nicht mehr. Lange nicht mehr so in der Box und dann so die Ansage, dass so ein bisschen OG-Hipster-mäßig. Ohne großes Gesabbel. Ja? Aber wir müssen mehr tun. Ohne großes Gesabbel direkt rein, so wie früher. Hast du noch was zu sagen? Nein, das Video ist zu Ende an dieser Stelle. Wir müssen noch einfach mehr. Ich muss das einfach kurz loswerden. Lieber Herr Keiner, wir arbeiten hart an uns. Die Regionals müssen einfach das Ziel sein. So, einfach mal so in den Raum gedroppt. Ja, ja. Ich wette, du guckst wieder zu. Insiders will know. Ist so. Oder guck nach. In diesem Sinne, heute wird geballert. Ja, endlich mal wieder CrossFit. Vor allem wird heute in diesem schwarzen, feinschmucken Kondom befindet sich ein dickes Seil. Und zwar ein Seil, das viel schwerer ist als andere Seile. Mit dem wir heute El Diablo de Nuno, nee, de Nuno, ach, weiß whatever. Weiß bis jetzt keiner, ne? Auf jeden Fall machen wir damit ein Workout. Ja. Das sich gewaschen hat, ey. Bestimmt aus Thrusters, seiner Übung und endlich kann man mal sagen, schwere Double Unders. Ja. Also wir haben beide, das haben wir uns versprochen und geschworen. Bei mir ist das Schild hier noch dran, nicht geübt. Wir werden also gleich die Double Unders angehen und wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Ja. Was zuerst brennt. Blutende Schienbeine, irgendwie sowas. Ein offener Spann. Gespaltene Hinterköpfe. Ja. Wir gucken. So, aber vorher, damit wir für Thrusters und Double Unders und so optimal vorbereitet sind, machen wir noch ein bisschen Snatch und Back Squat und so. Alles, was die Beine so richtig schön quält. Ja, genau. Und dann gilt es noch herauszufinden, da müssen wir uns gleich nochmal ausklammern, mit welchem Gewicht wir die Thrusters machen. 22,5 sind leider nicht am Start. Nehmen wir also 5 Kilo pro Seite wahrscheinlich? Jeweils, also insgesamt, weiß ich, mal gucken. Müssen wir mal gucken. Das Ding ist, die Thruster sind ja völlig egal bei diesem Workout, weil ich weiß nicht mal, ob wir über die 100 Double Unders zu Anfang hinauskommen. 100 Double Unders? 100 Double Unders, 50 Thruster, ich glaube dann 50 Double Unders oder so und 25 oder irgendwie so, ich gucke gleich nochmal nach, aber wir werden es gleich alle zusammen erfahren. Let me know that you about this. Put your money where your mouth is. Every single second counts enough to turn a little molehill into a mountain. Ain't no way to get around it. Ain't no time to be complacent. Cause life is 100 proof with no ice, so you better start chasing. Cause we all need a fix, so we're up in the mix like we're all in a blender. No, I will not miss, no, I will not switch, cause I will not surrender. Only got one agenda. Only know one way, so you know it's dead real. Every time I open my mouth up and you hear me say, whatever it takes. Ja, wir haben uns warm gepumpt. Und Chagobert hat das El Diablo de Nuno Workout mal angeschrieben. Ich halte mal kurz das drauf. Das ist anstrengend. Chago, möchtest du es mal erklären? Ja. Das Nuno du Sack Workout besteht aus 100 Double Under. Oh. Wenn wir darüber hinauskommen sollten, wir haben es gerade schon mal angetestet, mit 70%, 40 Thruster, 80 Double Under, 20 Thruster, 60, 10, 40, 5, 20 Double Under. Ich tippe, und das meine ich nicht, tiefstapelnd, da ist das erste große Problem. Ich habe es gerade mal ausprobiert, man wird von diesem schweren Seil quer durch den Raum geschubst, gezogen. Das ist eine richtige Kackidee. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal festhalten, dass der Mann hinter der Kamera, ja, der große A, das seine Idee war. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Und er hat recht.
So, ich wollte nochmal hier, ich wollte nochmal Fakten schaffen. Also das Seil gibt es natürlich bei Affenhand. Link in der Beschreibung. Und ich habe nochmal nachgeschaut. Es ist mehr als doppelt so schwer wie ein normales Seil. Jetzt denkt man sich so, ja, so ein Seil ist halt auch nicht schwer. Aber wenn man das Gewicht verdoppelt, ist es doch äußerst ungewohnt in den Händen. Also es geht damit los, dass du natürlich für so ein normales Speedrope so einen gewissen Griff hast, ohne dass du es weißt. Den hast du halt. Und damit kannst du das Seil schon mal nicht halten. Ja. Und du musst einfach eine andere, ich hoffe, wir kriegen das raus innerhalb der ersten 100 Double Unders. Das ist einfach eine andere Technik. Unsere Vorfreude ist ja schon die darauf, dass wir dann danach mit dem Speedrope auch keine Double Unders machen können. Und das Schöne ist ja, dieses schwere Seil, weil es mehr Gewicht hat, wird es auch schneller und schwieriger zu kontrollieren. Vielleicht mache ich diesen Mädchenhüpfer darüber. Kannst du das? Diesen Schritt? Genau. Also das ist auf jeden Fall, ihr könnt euch mal... Ich glaube, das war das letzte Event bei den Games 2016. Das könnt ihr euch mal reinziehen. Da mussten die auch mit so einem schweren Seil springen. Und guckt euch mal an, wie die Games-Athleten gestruggelt haben. Und stellt euch jetzt... Haben die gestruggelt? Ja. Und stellt euch jetzt so Pfeifen wie uns vor. Ja. Warum? Egal, lass krachen. Warum? So, dann wollen wir den Schlawiner hier nochmal auspacken. Oh. Man sieht schon... Sieht eigentlich aus, als würden wir irgendwie LKW-Plane sichern ein wollen. Fahrrad abschließen. Ja. Oder auch mehrere. Eieieiei. Junge, Junge, Junge. Ich nehme mir hiermit vor, während des Workouts nicht ein einziges Mal zu fluchen. Einfach mal das, was Alex vermutlich über mich gesagt hat im letzten Video, zu widerlegen. Ich bin nämlich ein... Got a pretty girl on the turntables, bunch of pretty girls on the couch. See a couple models on the dance floor, they just got a bottle on the house. Trouble look better with the lights off, still see it written on your face. When the rhythm hits your body like adrenaline shots, no chase. Can't wait to see you move, side to side. The revolution's on the floor, not televised. Cause when your body's in my hands, it never lies. Come get yourself some satisfaction. House party in a hillside mansion. Smell like weed in the halls. Blue jeans, white tee, leather jacket. Looking like a rebel with the cause. Everybody wanna get a little active. Everybody wanna get a little taste. When the rhythm hits your body like adrenaline shots, no chase. Can't wait to see you move. Side to side, the revolution. Affenhand, danke. Nuno, vielen, vielen Dank. Community, danke. So, dieses Workout nennen wir zu Ehren des Lieutenant, der just in diesem Moment wahrscheinlich sein Leben lassen wird. Alex. Knapp 24 Minuten sind um. Alex ist bei den 40 Double Unders. Hat er die durch? Sind es nur noch 5 Thrusters, 20 Double Unders. Komm, bring nach Hause. And I've been going too long, trying to catch my breath. If you close at four, you get no respect. Many's rose got me through, but ain't no regrets. Over glow, it's a show, it's a motherfucking fest. It's a jet, it's a supreme. I just got high with the girl of my dreams. I just arrived super high to the scene. Pink shades make these nights look rose. Color hair, long hair, gon' feel like so. Brother out here walking on ice like four brothers. Baby, I'm a bad motherfucker, what you mean? Nuno und Affenhahn. Ich sag mal, vielen Dank für das Seil. Am Ende war es gar nicht mehr so kritisch. Für mich waren die Dumbbell Thruster auf jeden Fall kritischer. Aber ich hatte ja das Dumbbell Thruster Monster neben mir. Chagolito, einfach mal fast 10 Minuten schneller. Obwohl ich hatte wirklich Befürchtung, dass ich das Workout gar nicht packe. Oh, Alter, Anfang. Schulterpump ist da. Ja. Hier schnell raus.
bevor der Pump weg ist. Ja, genau. Also ich wollte mich an dieser Stelle nochmal bedanken für die, für die rege Beteiligung auf dem Kanal. Also eure Kommentare feiern wir richtig ab. Ja. Wenn ihr uns unterstützen wollt, ist der beste Weg eigentlich, lasst ein Abo und einen Daumen hoch da. Das, also besser könnt ihr uns eigentlich nicht helfen zurzeit. Ich würde sagen, an dieser Stelle verbleiben wir mit freundlichen Grüßen. Wir hoffen euch alle bei Battle the Beach in Travemünde, ist das richtig? Ja, unbedingt. Zu sehen, und zwar am, da habe ich auch richtig Bock drauf. Der Samstag, der 24.06. müsste das sein. Abends spielt Deutschland, aber erst um 20 Uhr, da ist der Wettkampf schon vorbei. Also, lasst euch alle blicken. Der gute Schagobert tritt mit Lasi, a.k.a. Lukas Parker an. Und ich sag mal, an dieser Stelle, liken, teilen, abonnieren, screenshotten, ausdrucken, Herz drauf malen, an den Kühlschrank hängen, Mama Paul Scherz sagen. Alle CrossFit Hipster of Doom abonnieren. Dies, das. Ananas! Nice! So, das Training ist jetzt ein paar Stunden her. Ich habe gerade Mittagspause und ich dachte, ich schau mal bei Schagel vorbei, um einfach zu gucken, moin, ob er auch so im Ass ist wie ich. Ciao. Er soll hier irgendwo rumfliegen. Oh, da hinten ist er. Wunden lecken. Meine rechte Wade. Mach dich weg mit deiner Kamera. Was war? Schagel, bitte, ich bin extra jetzt in der Mittagspause hergekommen. Bitte sag mir mal, dass du auch kaputt bist und dass es nicht nur an mir liegt. Ich sitze hier seit 4 Stunden. Das ein oder andere Mal bin ich eingeschlafen. Aber du hast dein T-Shirt schon gewechselt, das ist gut. Hab ich. Bin eingeschlafen, aufgewacht, muss dann wieder weinen. Also. Lieber Nuno. Waden kaputt, Schultern kaputt, Nacken kaputt. Ich hab auch ein bisschen Kopfschmerzen und ich würde auch gerne ins Bett. Ja. Gut, trifft's ganz gut. Ich hatte vorhin einen Termin abgesagt. Erstmal eine halbe Stunde gepufft. Na gut, dann. Ja, das war's eigentlich auch schon. Du bist genauso matschig wie ich. Ja. Aber obwohl du warst ja 10 Minuten schneller, das heißt, du hast jetzt schon 10 Minuten mehr Zeit, dich zu erholen. Ich habe nicht so unfassbar lange Sport gemacht wie du. Ja. Kann man ja eigentlich mal, hat nicht einer von euch Bock da draußen, das Workout auch mal zu machen? Genau, also nochmal ganz kurz, Schagel hat so um die 16 Minuten gebraucht und ich um die 26. Das kann man jetzt ja mal, kannst ja hier in der Beziehung mal outen. Wichtig, ihr müsst nüchtern, also an dieses Seil gehen. Das heißt, ihr dürft es noch nicht ausprobiert haben. Ja. Ey, die ersten Runden, ey, mein Zeh. Aber was man auch sagen muss, am Ende habe ich sogar ein bisschen Gefallen an dem Seil gefunden. Ja. Also es war wirklich, da konnte man dann nochmal 30 Stück am Stück springen und nicht so zwei. Ich habe übrigens, als du weg warst, wenn ich hier Pause hatte, kurz vorm Schlafen gehen, habe ich dann das normale Speedrope mal ausprobiert. Und? Fast stranguliert. Quadrupel anders. Nee, der ganze Rhythmus ist ja ein ganz anderer. Ja, ja. Soll ich nochmal? Wie? Okay. Gut, also vielen Dank an dieser Stelle. Wir sind beide im Sack. Bestellt euch das Seil. Ja, ihr werdet es bereuen. Aber nutzt es nicht. Ja. Viel Spaß.